und herzlich willkommen im Autohaus Sessner in Ochsenfurt. Ja, was haben wir heute vor? Ich möchte Ihnen einfach mein Autohaus mal ein bisschen präsentieren. Drum folgt mir ganz einfach mal zu einem schönen Rundgang. Und jetzt befinden wir uns im Autohaus Sessner bei den schönen neuen Fahrzeugen. Und hier möchte ich mal insbesondere vorstellen unseren nagelneuen Opel Corsa. Den gibt es jetzt erst seit einem halben Jahr. Opel Corsa, einer der Bestseller auf dem Kleinwagensegment, ist jetzt ganz neu mit komplett neuer Technik. Keine Schraube übrig vom alten Fahrzeug von vorher. Wir haben hier jetzt nur noch Dreizylindermotoren mit 75, 100 oder 130 PS, aber auch einen Diesel mit 102 PS. Dreizylinder deswegen, wir fahren hier besonders abgasarm, haben also einen der CO2-ärmsten Fahrzeuge in dieser Klasse. Das fängt bei uns bei 92 Gramm an und hört bei 100 Gramm auf. Und das ist wirklich ein Top-Wert, wenn man bedenkt, dass also 2019 der Durchschnitt aller Fahrzeuge 147 Gramm CO2 war. Wie gesagt, unser nagelneuer Opel Corsa, gleich noch im Detail mehr. Vorstellen möchte ich aber auch unseren Opel Crossland, der mittlerweile zwar schon 3 Jahre auf dem Markt ist, aber genauso wie der Corsa auch sehr, sehr abgasarme Dreizylindermotoren hat. Hier auch zwischen 83 und 130 PS alles möglich. Natürlich auch mit Schaltgetriebe oder Automatik. Der Opel Crossland, ein kleiner SUV für die Stadt mit 4,20 Meter Länge, der findet jeden Parkplatz und natürlich bekommen wir auch hier, wie von Opel gewohnt, zum Beispiel zum Parkplatz einparken, einen Parkassistent, der von ganz alleine einparkt, wenn man das möchte. Und natürlich mit modernsten Technik, mit Rückfahrkamera, mit Navi, mit Piepserchen vorne und hinten und alles, was so lieb und teuer ist. Ja, und nun kommen wir in unsere komfortable Opel-Abteilung hier im Ausstellungsraum. Hier haben wir einen Bestseller stehen, unseren Opel Astra. Mittlerweile 5 Jahre schon auf dem Markt. Den gibt es natürlich nicht nur als Kombi, wie er hier steht, sondern auch als fünftürige Limousine. Bei dem Kombi haben wir die Besonderheit, er ist nach wie vor der größte Kombi seiner Klasse. Also wir haben hier einen sehr, sehr großen Laderaum, der wirklich für die ganze Familie tauglich ist. Und das Besondere an unserem Auto ist jetzt nach dem Facelift von einem halben Jahr, wir können jetzt zum Beispiel auch die Rücksitzbank per Fernbedienung umlegen. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie holen irgendwas Größeres beim Baumarkt, haben das gerade in Händen, müssen das nicht umständlich abstellen, Tür auf, Rücksitzbank vor, sondern man macht das einfach per Fernbedienung. Auch der Opel Astra hat jetzt modernste Dreizylindermotoren drin, von 110 PS bis 145 PS. Und auch hier bewegen wir uns weit unter 100 Gramm CO2, wie vorhin schon erwähnt, beim Corsa und beim Crossland. Als nächstes möchte ich noch mal vorstellen unseren Opel Insignia, jetzt auch schon etwas länger auf dem Markt. Der steht jetzt kurz vor seinem Facelift. Das heißt, jetzt im Oktober dieses Jahr 2020, wenn man ein Facelift von dem Opel Insignia bekommt, sprich die Front verändert sich in Kleinigkeit, auch im Innenraum wird ein bisschen was getan. Das Besondere an unserem Insignia ist, er hat als erstes seiner Klasse ein Intellilux Matrixlicht gehabt. Hier noch mit 64 LEDs bei beiden Scheinwerfern zu sehen, jetzt ab Oktober dann mit 128 LEDs. Und glauben Sie mir, da müssen Sie mal mit gefahren sein in der Nacht. Das ist genauso hell wie am Tag. Da sieht man in 400 Meter Entfernung ein Mäuschen über die Straße laufen. Das ist wirklich faszinierend in dem Fahrzeug. Der Opel Insignia, wie gehabt, auch bei 110 PS fängt es bei uns an. Und jetzt dann neuerdings auch als GSI-Variante ab Oktober bei uns im Autohaus Sessner mit 230 PS und einer 9-Gang-Automatik. Und schließlich kommen wir zu dem größten, den wir im Moment im Personenwagenbereich anbieten. Das ist unser auch neu, seit einem Jahr erst auf dem Markt, unser neuer Zafira Life. Der neue Zafira Life ist einfach ein kleiner Van für 7 bis 9 Personen in 3 verschiedenen Längen. Den kann man also mit 4,70 Meter, mit 5 Meter oder auch für die ganz große Reise mit 9 Personen und Gepäck mit 5,40 Meter Ladelänge haben. Und bei dem Fahrzeug bekommt man auch alles, was also bei einem normalen Fahrzeug lieb und teuer ist, sprich vom LED-Licht über ein tolles Navigationssystem, über Lederausstattung mit Massagesitze, über, Sie haben es gerade eben gesehen, elektrische Schiebetüren, die natürlich auch von innen und außen zu öffnen sind. Eine doppelte Klimaanlage, die vorne und hinten kalt macht. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten, dieses Auto zusammenzubauen und zu konfigurieren. Deswegen besuchen Sie uns doch einfach mal im Autohaus Sessner, um sich das Auto live anzuschauen
und auch einfach mal mit uns zu sprechen. Vielleicht können wir Ihnen ein gutes Angebot machen. Als nächstes gehen wir dann zusammen mal in unsere Sportabteilung, weil da wird es jetzt hochinteressant. Das ist ein kleines Steckenpferd von mir, also folgen Sie mir. Jetzt sind wir hier in unserer Sportabteilung im Autohaus Sessner. Und da habe ich ein ganz neues Modell. Den gibt es erst ein paar Tage. Das ist unser sportlichster im Haus. Für die ganz Kleinen jetzt im Autohaus Sessner. So ein kleines Laufrad, vielleicht mal zum Geburtstag oder auch als Weihnachtsgeschenk. Wäre doch mal lustig von der Sache her. Unser Opel Astra OPC, was ganz, ganz Besonderes, auf dem Nürburgring entwickelt und lieferbar zwischen 280 und 390 PS. Leider nicht mehr als Neuwagen lieferbar, aber jetzt noch als Jahreswagen bzw. guter Gebrauchter zu haben im Opel Autohaus Sessner. Also wenn da Interesse besteht für die ganz Jungen und für die ganz Wilden, bitte bei mir melden, das wäre ganz cool. Da kenne ich mich richtig aus und kann ganz gut beraten. Ja, als nächstes gehen wir zu unserem nächsten Sportmodell und das ist auch was ganz, ganz Besonderes. Der kommt aus Amerika, das ist der Chevrolet Camaro. Jetzt sagen Sie, Mensch, wir sind doch im Opel Autohaus, was will er jetzt plötzlich mit Chevrolet? Wir haben uns deswegen dafür entschieden, diese Fahrzeuge hier zu verkaufen, weil hier ganz, ganz viel Opel drin steckt und der auch bei Opel entwickelt wurde. Hat aber natürlich einen 6,2 Liter Motor V8, so wie sich das für Amerika gut ist, mit über 450 PS. Und wie gesagt, wir haben was ganz Tolles, was Besonderes. Kommen Sie einfach mal rein ins Autohaus Sessner, setzen Sie mal Probe, dann werden Sie sehen, hier passt alles. Dieses Fahrzeug ist jetzt endlich wieder lieferbar ab 2021 hier in Europa. Es war mal eine Zeit lang nicht lieferbar, aber jetzt wieder mit ganz tollen neuen Farben. Wie gesagt, reinkommen, Probe sitzen, wohlfühlen im Autohaus Sessner in Ochsenfurt. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch vorstellen unseren Opel Grandland. Der steht jetzt deswegen hier in der Sportabteilung, weil hier haben wir das Topmodell vom Opel Grandland. Der hat 300 PS, hat einen Allradantrieb und hat ein Hybrid. Das heißt, Hybrid, Sie können 50 Kilometer lang elektrisch fahren und dann die anderen Kilometer, die Sie fahren möchten, zum Beispiel nach Hamburg oder nach München oder wo auch immer hin, ganz normal auf einem Benzinmotor, können, wie gesagt, sowohl Benzin tanken als auch elektrisch. Und die Einzelheiten stelle ich Ihnen gleich weiter vorne vor. Ja, jetzt stehen wir auf der anderen Seite von unserem Grandland Hybrid. Viele werden sich fragen, Mensch, mit dem elektrisch, wie funktioniert das überhaupt? Das funktioniert ganz einfach. Sie haben einen Stecker, stecken den wie in die Steckdose und schon fängt Ihr Auto das Laden an. Sie können das sogar beobachten im Fahrzeug an Ihrem Bordcomputer, wie das Auto auflädt. Und das funktioniert bei uns bei jedem Hybrid bzw. bei jedem Elektroauto gleich. Das Kabel dazu haben Sie gleich im Fahrzeugumfang mit dabei. Sie können den sowohl daheim an der Haushaltssteckdose laden, als auch an einer Wallbox. Natürlich gibt es den Grandland auch mit Benzin- und Dieselmotoren. Wie gehabt, ab 130 bis 200 PS, alles da. Und wie gesagt, der neueste jetzt mit Allrad, 300 PS als Hybrid. Hier haben wir noch eine Besonderheit. Seit dem 4. Juni werden diese Fahrzeuge von der Bundesregierung mit bis zu 4.500 Euro gefördert. Dazu kommt noch der Opel Umweltbonus und der Sessner Umweltbonus. Das heißt, bei so einem Fahrzeug ziehen wir gleich mal vom Listenpreis 10.000 Euro ab. Kommen Sie einfach mal her, lassen Sie sich ein Angebot machen. Es ist hochinteressant. Zum Zweiten haben wir noch unseren neuen elektrischen Corsa, auch endlich hier in den Hallen stehen. Da haben wir zum Beispiel einen stehen, der neue Opel Corsa elektrisch. Und hier ist es noch interessanter, hier kommt ein Zuschuss von der Bundesregierung von bis zu 6.000 Euro und Sie bekommen noch einen Umweltbonus bzw. Sessner Bonus dazu und hier ziehen wir gleich mal 11.000 Euro vom Listenpreis ab. Sprich, das Fahrzeug ist jetzt nicht mehr teurer als ein ganz normaler Benziner und bietet alle Vorteile, die so ein Elektroauto bietet. Auch hier beraten wir Sie gern und haben natürlich auch Fahrzeuge zur Probefahrt für Sie bereitstehen. Sie sehen also, es lohnt sich ins Autohaus Sessner zu kommen. Schauen Sie sich die ganz tollen neuen Modelle mal an. Sitzen Sie Probe, fahren Sie Probe, lassen Sie sich beraten, lassen Sie sich ein Angebot machen. Denn wie gesagt, willst du ein gutes Auto kaufen, musst du zum Opel Sessner nach Ochsenfurt laufen.